servus Freunde. Also ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Oder was heißt gerade, ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Mein Bruder hat heute das Ultraschallgerät schon ausgepackt. Was man im Hintergrund da so laut krachen hört, oder knirren oder wie auch immer. Das ist das gute Stück. 15 Liter Fassungsvolumen. Da innen dümpelt momentan der Druckfilter. Die ganzen Düsen, Bajonettverschluss, Membranen und Tropfstopp. Und jetzt ist ruhig. Hat sich gerade abgeschaltet. Heizung läuft auch. Ja, das Gerät ist jetzt fertig. Die Teile sind alle gereinigt. Die ganzen Tropfstoppmembranen habe ich in Einzelteile zerlegt. Die letzten Düsenfilter noch einmal mit eingeweicht. Dass wirklich alles blitzblank ist. Das Einzige, was hier ein bisschen fehlt, dass man es einfach aufstellen könnte, dass es oben bleibt. Ja, alles schön sauber. Gut gereinigt. Das ist der Druckfilter. Der Ring ist hier unten einfach ein wenig verfärbt. Die Bajonettverschluss, oder besser gesagt, das sind die Schraubverschluss für die Teilbreiten. Und nachdem das Zeug so gewaschen war, mein Taschenmesser gleich einmal mit reingehaut. Dem schadet es auch nicht, wenn es einmal sauber wird. Das sind die Endkappen. Fällt noch eine Dichtung, die ist da hüben. Ja, da die ganzen Membranen von den Tropfstopp und die Tropfstopp selber. Alles wieder schön sauber, alles leichtgängig, der ganze Dreck ist runtergewaschen. Und da unten drin dümpelt jetzt so eine richtig schöne sandige Brühe. Schön warm. Ja, und das kann jetzt dann alles wieder montiert werden. So, also ich habe es jetzt einmal grob durchgespült. Hier steht sie. Ich habe die ganzen Teilbreiten nochmal durchlaufen lassen. Und die Düsenstöcke nochmal ausgespült, dass da wirklich nichts mehr drin ist. So sieht es dann aus. Ja, und jetzt fange ich an, sie wieder zusammenzubauen. Ja, was brauche ich zum Beispiel bei diesem Düsenstock hier? Das ist eine mit Endkappe. Ich hoffe, man erkennt was auf der Kamera. Die sitzt zuallererst einmal hier draußen drauf. Da ist der Dichtgummi drin. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. So. Und jetzt kommt hier eine Membran rein. Das ist so ein Ding hier. Und diese Federspanne, die kommt da rein. Und oben rein einen Gewindering. Tja, da gibt es bestimmt einen Schlüssel dafür, den ich nicht habe. Klar. Ja, das mache ich jetzt bei allen. Und dann kommt unten an der Düsenstock der Bajonettverschluss. Da braucht man einmal den Bajonettverschluss. Die Düse. Hier. Die wird in den Bajonettverschluss reingesteckt. Das funktioniert aber hervorragend. So. Dann kommt ein Dichtgummi rein. Oben drauf. Dann brauchen wir das Filtersieb. Hier da. Und das Ganze kommt dann hier unten rein.
geht natürlich mit einer Hand mehr als beschissen. So, genau. Und dann rastet die ein. Und dann sitzt die Bomben fest. Und das Ganze, ich habe das jetzt alles rausgebaut, wird hier drüben dann noch mit einer Eisenklammer festgemacht. Aber dazu hole ich mir jetzt erst einmal die Sägeringzange. So Leute, ich bin jetzt mit meiner ganzen Hagle-Barsch hier umgezogen in die Maschinenhalle. Erstens, draußen ist ein wenig frisch geworden. Zweitens, es ist Samstagabend, mittlerweile 9:45 Uhr. Und ja, die Nachbarn sind etwas schlecht zu sprechen auf die Landwirtschaft oder allgemein auf uns, weil wir halt doch einmal länger arbeiten. Ich meine, man versucht zwar immer weitestgehend auf die Bevölkerung Acht zu nehmen, aber es lässt sich halt nicht ganz vermeiden. Deswegen, jetzt habe ich halt gedacht, ich nehme mal wegen Rücksicht auf sie und gehe halt gleich in die Maschinenhalle. Ja, ich habe hier ein wenig Licht. Packen wir es mal hier ran. Und ein LED-Strahler. Ja, hier unten ist der Bajonettverschluss. Eine nagelneue Düse habe ich jetzt hier noch, weil eine war ja zerbrochen. Die habe ich mir beschafft, auch über Granit. Ja, da kommt die Düse hier rein. Dann kommt der Dichtring oben drauf. Dann kommt der Düsenfilter. Der sitzt dann da oben auf. Kann man auch den Dichtring gleich noch ein wenig runterdrücken. So. Und dann hat man hier drüben. Das wird jetzt natürlich nicht halten. Oh, doch ganz erstaunlich, es hält. Müssten wir nur gucken, wo. Dass man auch ein wenig Licht hat. Dass das Ganze uns jetzt gleich was bringt. Weil sonst wäre es ja auch ein Schmarrn. Der Schlauch ist widerspenstig. Machen wir es doch so. Ha, voilà. Dann habe ich hier meinen Düsenstock. Da kommt jetzt dann der Filter unten so rein. Den Bajonettverschluss dann nur noch in die richtige Richtung. Der schnackelt nur in eine Richtung ein. Aufschieben. Und dann haben wir den klassischen Vorführeffekt. Irgendwas passt nicht. Eh klar. So, und dann einfach bloß drehen. Vorteil bei dem Bajonettverschluss hier: die Düsen stehen immer exakt in dem Winkel, wie sie müssen. Bei mir hängen jetzt die Schläuche noch runter. Ich muss die ganzen Klammern noch reinmachen. Geht aber nur, wenn das Spritzgestänge ausgeklappt ist. Da komme ich jetzt ziemlich bescheiden hin. Ich löse das Ganze, beziehungsweise ziehe das Ganze ja mit einer Sägeringzange an. Ich meine, da gibt es bestimmt auch ein Spezialwerkzeug dafür. Das ich natürlich nicht habe. Der ist schon mal schief drin. Das ist ein wenig geweich. Das wird schon irgendwie gut klappen. Dass wir die mal gar komplett drin haben. Ja, einen Testlauf kann ich natürlich jetzt dann auch nicht machen lassen. Es ist Wochenende, ich meine, klar, die Landwirtschaft geht vor und ich könnte jetzt sagen, ja, ich müsste den Test machen, aber ich bin jetzt auch wieder nicht so. Wenn ich nicht unbedingt aufs Feld hinaus muss, am Pflanzenschutz fahre, dann muss ich ja nicht unbedingt hier jetzt einen Testlauf am Sonntag oder am Feiertag machen. Vor allem über die Osterfeiertage macht man das normalerweise sowieso nicht unbedingt. Ich bin halt so. Das schaut besser aus. Von daher. Kann man ja ein bisschen Rücksicht zumindest einmal nehmen auf die Nachbarn. Ich meine, Dankeschön hörst du deswegen zwar auch nicht. Im Gegenteil, wenn du dann im Sommer 5 Minuten nach 7 noch mit dem Rasenbulldog schnell das letzte Stück Wiese fertig mähst, dann kriegst du noch eine auf die Nuss. Dann bist du noch der Depp. Weil ja die Kulmbacher Verordnung besagt, es darf bis 19 Uhr unter der Woche gearbeitet werden. Wir haben 2 Stunden Mittagsruhe immer. Von 12 Uhr bis 2.
Da darf nichts gearbeitet werden. Arbeiten darfst du erst früh um 8 Uhr anfangen und aufhören musst du abends um 7 Uhr und am Samstag musst du sogar schon um 6 Uhr aufhören und hast auch die Mittagsruhe. Ich finde das Gesetz irgendwie ein bisschen überholt, weil, wenn man es genau nimmt, der Großteil der Bevölkerung rennt auf die Arbeit und muss er Geld verdienen. Und dann kommen die einen mit solchen irrsinnigen, dämlich-dusseligen Gesetzen. Tja, was soll man immer davon halten, ne? Wo pappe ich denn jetzt noch? Da hält er nicht. Ach Mensch, so viel Kunststoff an der Spritze. Verdammte Kacke hier, du verdammte Kacke. Hm. Oh, vielleicht. Oh, ein bisschen Licht macht's. Ja, also wie gesagt, ich finde es natürlich ein bisschen überholt, das Ganze. So, da oben lege ich wieder eine Membran ein. Dann den Tropfstoppmechanismus hier im Endeffekt, oder besser gesagt dieses Federelement. Oben drauf den Ring. Na, Reilly. Ja, also wie gesagt, ich finde das Gesetz ein bisschen überholt hier draußen bei uns. Weil, ich sage ja im Sommer, bei 40 Grad, wann willst du groß Rasen mähen? Wenn du auf der Arbeit bist, geht's nicht. Und wenn du heimkommst, dann hast du vielleicht bloß noch eine Stunde oder was Zeit. Und das ist doch alles ein Schmarrn. Ich sage ja, die Leute ziehen alle aufs Land raus. Und dann sind sie nicht einverstanden, wenn es da noch Krawall gibt. Ich meine, die letzten 28 Jahre, wo ich hier gelebt habe, hat es keinen interessiert. Da ist abends um 8 noch gemäht worden, teilweise um 8:30. Niemand hat's gejuckt. Und wir haben einen neuen Nachbarn gekriegt. Und der führt sich überall auf und droht er gleich mit einem Anwalt und Rechtsanwalt und weiß der Geier was. Die Leute sind immer normal. Sollen's doch in ihrer scheiß Stadt bleiben, wenn sie wollen. Solcher Bräuterhausen, nicht? Oder die müssen sich halt auch ein wenig anpassen. Man kann nicht immer nur Wünsche stellen und verlangen. Und das Leben von Leuten umkrempeln, die das die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre schon so handhaben. Ja, warum sind da jetzt dann rote Federelemente in dem Ding drin? Ja, die sind wahrscheinlich schon mal irgendwann getauscht worden. Waren wahrscheinlich die alten Federn altersschwach. Naja. Reilly, das kitzelt. Mein Hundi steht da hier. Der hilft mir wieder. Wobei der jetzt da schon sagt, ich will ins Bett. Na gut. Ich meine, es wird langsam Zeit, aber die zwei Trümmer da baue ich jetzt noch ein. Und dann fehlen wirklich bloß noch die Klammern. Tja, also. Selbes Spielchen, Bajonettverschluss, sieht man wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr. Reilly, bist im Licht. Düse, Gummi und Filter. Und rein und drehen und ein Knackelt. Fertig. Wie gesagt, das geht ja ruckzuck. Die Bajonettverschlüsse zumindest, diese ganzen Tropfstoppmembranen einbauen, na, da sage ich jetzt da mal lieber nichts dazu. Das ist nicht unbedingt die schönste Beschäftigung, aber man wird sie überleben. Einmal kann man das schon machen. Ich meine, normalerweise gehört es jedes Jahr mal gründlich gemacht, weil wenn es gründlich gemacht wird, brauchst du die ganzen Tropfstopp normalerweise nicht ausbauen. Bloß nachdem da so viel Dreck drin war, habe ich mir gedacht, na, ich mach's mal mit raus. Verkehrt ist das Ganze nicht. Und ich meine, man hat ja gesehen, was da an Siff rauskommt. Das Ultraschallbad war vorhin richtig schön gelb. Das haben wir weggeschüttet, die Brühe. Oh Mann, ich sage ja, das ist auch wieder so eine Ladung, die aufs Feld hinuntergeht. Ich meine, mittlerweile jetzt sind sie so sauber.
Ich denke mal, jetzt dürften wir gar keine Pflanzenschutzmittel mehr an die Düsen finden. Und selbst die Spritze müsste jetzt ziemlich pflanzenschutzmittelfrei sein. Na. Naja, als wenn ich sie dann immer in Benutzung habe oder sie zumindest übernommen habe, denke ich einmal, dann wird es in Zukunft doch ein wenig mehr gepflegt. Ich meine, ich bin halt noch ein bisschen jünger wie die anderen. Ich war 28. Ich habe die Landwirtschaft so nicht gelernt, sondern ja, ich bin damit aufgewachsen und ich bin halt jemand, der vorne ist Kfzler und man schaut sich doch so ein bisschen was ab und Wartungsstau ist das Widerlichste, was es gibt. Gibt nichts Schlimmeres, wie wenn deine Maschinen alle nicht gewartet sind, wenn alles scheiße ist. Und dann hast du TÜV-Termin oder sonst was, das kann ich überhaupt nicht leiden. Also da war ich immer schon dahinterher. Und da war ich ja immer dahinterher, so die letzte. Aber bloß rein, ein bisschen drehen, sitzt bombenfest und der Winkel passt. Also schöner geht's doch gar nicht. Das ist top. Also das System ist echt klasse. Das haben sie uns damals schon bei der Prüfung gesagt gehabt. Wenn du eine Spritze hast mit dem Bajonettverschluss, was Besseres gibt's eigentlich nicht. Und ja, das kann ich nur bestätigen. Der Bajonettverschluss ist super. Du hast ja dieses Problem mit dem Düsenschlüssel, dass du gucken musst, dass alles genau im Maß steht. Ist alles noch nass von vorhin. Sondern du gehst wirklich bloß her und steckst den rein und der passt und sitzt und geht doch gar nicht besser. Ich sag doch, also, wenn ich jetzt mit Düsenschlüssel noch anfangen hätte müssen, ich glaube, dann hätte ich von vorne bis hinten erst einmal die Düsenstöcke rausgerupft. Gut. Ja, so ist es dann, wenn die Klammer drauf ist, dann sitzt das bombenfest hier. Da habe ich jetzt noch ein paar Klammern. Mal gucken, wenn ich hinkomme, dann mache ich sie noch rein. Wenn nicht, dann erst, wenn die Spritzgestänge aufgeklappt ist. Das muss ich mal sehen. Und dann sollte sie hoffentlich komplett einsatzbereit sein. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ob alles passt. Oder was auch noch nicht passt, oder wie auch immer. Ich hoffe natürlich, dass es passt und dass ich nicht irgendwo was übersehen habe. Nur, das erfahre ich ja spätestens dann beim TÜV. So Leute, jetzt ist es 10:30 und ich bin soweit fertig. Auch mit den Nerven. Naja, so schlimm ist es nicht. Also, jetzt fehlt noch eine Klammer, so eine V2A-Klammer, die einen Düsenstock festhält. Die kriege ich aber momentan nicht rein. Der Düsenstock ist ein bisschen verbaut. Das ist quasi der ganz da hinten. Da müsste ich das Gestänge jetzt komplett aufklappen. Das mache ich aber jetzt nicht. Erstens einmal hier hinten kriege ich es eh nicht auf. Dann müsste ich das Tor aufmachen und zweitens einmal um die Zeit. Muss auch nicht mehr sein. Ja, die Spritze ist jetzt mit 600 Liter Wasser gefüllt. Der Waschspültank oben drauf ist auch voll. Tja, Probelauf habe ich noch nicht gemacht. Ich habe jetzt noch ein bisschen Farbe ausgebessert, wo es nötig war. Falls jemand fragt, was das für ein Farbton ist, ich habe kein Original Rau-Spritzenfarbton gehabt. Ich habe jetzt was genommen, was dem nahe kommt. Das ist RAL 3002 Karminrot. Das ist eigentlich die Farbe von die Felgen von meinem Kramer. Naja, wurscht. Die war noch über. Und bevor sie schlecht wird, habe ich mir gedacht, naja, dann schmierst du da davon ein wenig was drauf. Erstens haben wir die ganzen bunten Stellen und die ganzen Roststellen sind mir ein wenig zugedeckt. Dass das nicht alles vergammelt, weil ich meine, da wird mit viel Wasser gearbeitet. Und ja, zweitens, wie gesagt, es soll ja ein wenig ordentlich ausschauen wieder. Es mag zwar sein, dass die Spritze jetzt 27 Jahre alt ist, aber deswegen muss ich ja nicht ausschauen wie ein Schrotthaufen.
Für uns langsam, wie gesagt, hier. Klein, aber fein. Wie gesagt, es gibt klar was Größeres, aber wir brauchen das nicht. Ja, so weit, so gut. Beim IHC habe ich noch ein bisschen Luft hinten auf die Reifen drauf. Der war bei 1,4 bar. Normalerweise reicht's, aber die Spritze mit 600 Litern Fassungsvermögen und voll gefüllt. Das hast du gemerkt. Da waren die Reifen relativ platt und ich meine, wenn ich dann ausfahre, ich meine, ich brauche einen halben Tank. 300 Liter soll ich einfüllen. Das haben mir die schon draußen gesagt. Dann fülle ich da auch 300 Liter ein. Ich habe mir jetzt halt, wie gesagt, voll, weil ich ja mal einen Probelauf machen wollte. Bin ich natürlich jetzt dazugekommen. Ich hoffe jetzt, dass es bis Dienstag keinen Frost gibt. Oh, oh, das wäre schlecht. Nee, ich glaube, ich hoffe nicht. Ja, also wie gesagt, jetzt soweit ist er fertig. Die hängt am Bulldog komplett dran. Elektrik ist neigestöpselt. Ja, wie gesagt, jetzt fehlt halt noch der Probelauf. IHC nochmal von vorne. Ja. Mit dem schönen Edelstahlauspuff könnte mal wieder poliert werden. Unten drunter sitzt ja der Turbo. Ja, hinten dran die Spritze. So das Gespann fahre ich dann am Dienstag zum Spritzentüv raus. Und dann hoffen wir doch, dass wir wieder eine Plakette kriegen. Da sieht man es schön. Und dann sollte der nächste TÜV eigentlich 2021 sein. Wird man sehen. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, das Video ist nicht so lang geworden. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt einigermaßen Spaß gemacht noch. Wie gesagt, den Spritzen-TÜV am heutigen Dienstag werde ich natürlich selbstverständlich versuchen zu filmen. Ich habe heute eigentlich Samstagabend, aber ich sage von der, naja, Dienstag. Das Video kommt ja am Dienstag. Ja, also wie gesagt, ich werde versuchen, den Spritzen-TÜV zu filmen. Und alles, was ich an Filmmaterial zusammenbringe, das kommt dann in der Freitagsfolge. Ganz normal wie gehabt um 16 Uhr. Ja, und dann schauen wir mal. Letzte Woche, die Freitagsfolge war ja ein bisschen eher. Das war, weil es Karfreitag war. Da habe ich mir gedacht, ich mache es ein bisschen eher. Die meisten Leute sind daheim. Abends wollen sie vielleicht doch noch fort. Oder in die Kirche oder dergleichen. Da habe ich gedacht, naja, dann machst du das mal so. Naja. Wie gesagt, jetzt schauen wir mal, dass das Ding dann alles sauber funktioniert. Dass die ganze Kiste läuft. Dass der Sprühnebel aus den Düsen jetzt dann auch so aussieht, wie er aussehen soll. Ich meine, das sind Düsen mit 90% Abdriftminderung. Die sind recht grobtropfig. Aber die sollten natürlich dann nicht nur tropfenweise laufen, sondern die sollten schon einigermaßen schönes Sprühbild geben. Und da bin ich ja mal gespannt. Also entweder jetzt, dass ich an die Feiertage mal einen Probelauf noch mache, oder ich mache es dann am Dienstag noch, bevor ich da zum TÜV rausfahre. Dann kann ich die Teilbreiten auch noch einmal durchschalten. Und dann schauen wir halt einmal. Also wie gesagt, den Probelauf. Ich versuche ihn natürlich noch zu filmen. Je nachdem. Der kommt dann auch in der Freitagsfolge. Und vom TÜV, was ich machen kann, mache ich. Was nicht klappt, geht halt nicht. Weil ich weiß nicht, wie die dazu stehen, wenn man ihnen bei der Arbeit zuschaut und vielleicht noch was filmt. Versuchen kann ich es auf jeden Fall. Na gut. Und dann wünsche ich euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag. Und Servus, bis zum nächsten Mal.